So, willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Da ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich mich eigentlich beim letzten Mal verabschiedet habe oder nicht, begrüße ich einfach euch trotzdem nochmal. Also er steht gerade unter der Dusche und sie ist arbeiten. Okay. Achso, du musst heute aber auch arbeiten. Oh, okay. Und du hast eigentlich Hunger. Süßigkeiten, Plätzchen. Essen. Uns alle verbindet eine gemeinsame Leidenschaft. Die Musik. In einem Adam fließt Musik. Sandra, du kannst sie spüren, sehen und fühlen. Als Belohnung gewähren wir dir exklusiven Zutritt zum von der Muse geküsst. Musik und Tanzstudio, wo getanzt und gesungen wird. Ja, toll. Und da bekommen wir auch schon wieder Post. Husch, husch, was? So, der Hund. So, vor allem möchte ich ihn eigentlich echt noch so ein bisschen eigentlich denn sagen, er soll hier ein Nickerchen machen. Schach spielen, ja, das können wir. Na du? Mhm. Eine andere Person. Was denn die Fahrgemeinschaft für Länder fährt in etwa einer Stunde. Toll, jetzt kann er sich gerade mal nur eine Stunde sich noch ausruhen. Naja, dann werden wir ihn jetzt mal wieder hochschicken. Tschüss, Leonard. Achso, sie kommt um 16 Uhr, okay. Okay, sie braucht eigentlich noch nicht mal mehr Freunde. Das ist doch eigentlich so gesehen positiv. Was rennt die eigentlich so hin und her? So nervös. Okay, die Post können wir ein. Können wir auch morgen machen. So, dann noch darf sie schlafen gehen. Ich hoffe, dass sie das echt auch noch alles hinbekommt und schafft. Ich weiß noch nicht mal, ob Lennart das bis 19 Uhr durchhält. Ach, guck mal, der hat jetzt aber auch 5 Freunde. Ach, dann wird er vielleicht sogar jetzt befördert, was? Das wäre natürlich optimal. Einen Bass kaufen. Ja. Ausflug machen, nein, das hältst du auch erst. Also vielleicht sollten wir erstmal auch noch mit dir spielen, ne? Ja, morgen muss ich nochmal arbeiten, okay. Gut. Gut zu wissen. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie es echt noch bis mit der Energie das nur aushält, nicht dass sie gleich uns zusammenkippt und auf dem Boden irgendwo steht. Das wäre natürlich nicht wirklich schön. Guck mal, ne, jetzt wo sie verheiratet sind und so, können sie jetzt auch wirklich ihre Freunde zusammen teilen. Das finde ich mal sehr positiv eigentlich daran.
Oh je, ihre Anzeige. Aber es kommt nur durch die Energie. Ich denke mal, Lennart kann eigentlich auch denn sofort bestimmt aufs Klo gehen. Wenn der dann gleich wiederkommt. Sag ich doch. Den geht's ja ein bisschen besser als ihr ersten. Oh, Lennart wurde befördert zu Plattformspringer. Nur wenige können so springen wie du, aber es sind ja auch nur wenige so engagiert. Genieß das tolle Gefühl, das du bei einem Sieg verspürst, aber sorge dafür, dass deine Finger immer locker bleiben. Lennart muss ab sofort von 14 bis 20 Uhr arbeiten. Lennart hat heute 453 Sim-Dollar verdient und erhält einen Bonus von 906 Dollar. Juhu. Toll. Plattformspringer. Juhu. Gut, dafür hat er Dienstag und Donnerstag, jetzt mal nur Frauen. Also, die beiden verpassen sich andauernd irgendwie. Ach, das Telefon, ne, ey. Voll nervig. So, aber erstmal muss ich halt wie auf sie aufpassen, dass sie dann pünktlich aufsteht. Nicht, dass sie dann zu spät mal kommt. So, du kannst mal aufwachen. Oh, guck mal, die kuscheln immer noch so halbwegs erstmal noch so ein bisschen. Bevor sie gleich aufspringt und losrennt. Das finde ich immer so schön da dran. Ja, so, jetzt kannst du aber auch mal langsam aufstehen, ne? Wie gut, dass ich sie ja eine halbe Stunde früher aufstehen lassen habe. Benutzen Hände. Warum ist er denn jetzt auch auf? Okay. What? Viele zubereiten. Gruppenmehler. Müsli. Da du nun mal die Frau im Hause bist. Schimschamlab. Kabam. Was hat der denn jetzt für ein Problem? Das habe ich jetzt gerade nicht begriffen, aber okay. Ich sehe, die sind zusammen und er schämt sich, wenn er mit ihr duscht. Sandra hat ein leckeres Müsli mal zubereitet. Es wird im Inventar dieses Sims platziert. Okay. Wo war denn das Inventar noch? Achso, da vielleicht.
Und was macht sie jetzt da noch? Ah ja. Macht sie irgendwie jetzt daraus den Meer? Vielleicht sollte ich einfach auch doch nochmal einen Tisch und so anschaffen, ne? Landet denn das jetzt alles denn da drin? Ja. Reste weglegen. Reste weglegen. Oh je, was... Ja, das werden wir niemals alles aufschaffen. Was für ein Meisterkoch, dann hat sich einen Kochpunkt verdient. Und gleich sieht es schon so aus, okay. Das ist irgendwie trotzdem sehr interessant. Setz dich da mal bitte hin. Malinka. Den hat er erstmal was zu tun. Der Kühlschrank ist gleich schon davon sehr voll. Warum habe ich das eigentlich angeklickt? Ach ja, ich wollte wissen, wie viele Portionen da irgendwie rauskommen. Wabi, Liebling, Sabum. Ey, schon wieder vier irgendwo. Ups. Gott sei Dank. Aber auch nur wie durch ihn jetzt, ne? Achso, sie geht jetzt drinnen essen. Wie toll. Ja, draußen steht Müsli, ne? Also wer sich was nehmen möchte. Da ich hier immer noch was machen möchte mit den beiden, weil es anscheinend im Urlaub vielleicht auch nicht hingehauen hat. Bevor sie gleich so arbeiten muss. Wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nee, um 8 Uhr kommt doch gleich schon das, ne? Nee, um 9, okay. Um 8 Uhr kriegst du erst Bescheid. Gott sei Dank.
jetzt leg dich doch endlich dazu. Geht doch. Wo war Zille? So, dann kuschelt mal erstmal. Tisla. Aha, shishi. Die Fahrgemeinschaft für Sandra fährt in etwa einer Stunde. Das ist schön. Fährt der Vorbrecher? Okay, und danach dürft ihr das da machen, aber ich gehe dann mal weg. Das muss man ja nicht unbedingt mitbekommen. Obwohl doch, ich muss das doch, damit ich weiß, ob es klappt oder nicht klappt. Nö, schon wieder einmal nicht. Warum klappt denn das nicht? Ist er denn schon zu alt? Und sie dafür noch zu jung? Oh. Das finde ich jetzt aber echt blöd. Ich möchte doch, dass es hinhaut. Das ist natürlich irgendwo schon so ein bisschen ärgerlich. Da ich natürlich echt erhofft habe, dass das irgendwie dann so hinhaut und klappt und so. Lern mal was über Mechanik. Schade, Katzi nicht. Im Apartment scheint alles in Ordnung zu sein. Dann gibt es ja nichts mehr, nichts für mich zu tun. Ich komme morgen wieder. Ja, dann mach's mal gut. Dann mach's mal gut. La 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 la. Achso, das ist die Müsli-Schale. Ich wollte schon so sagen, sehe. Also das da hat er sogar schon abgerollt. Dann ist ja praktisch. So, ich spule mal ein bisschen die Zeit vorbei. Er lernt jetzt ja nur und da passiert irgendwie gerade nichts so etwas Aufregendes dann. Die Fahrgemeinschaft für Lennart fährt in etwa einer Stunde. Gut. Dann leg das Buch trotzdem mal beiseite, weil du danach zu deinem Postkasten mal hingehen darfst. So, bevor du wieder in die Wohnung deswegen rennst. Und dann kannst du auch eigentlich gleich hier draußen schon bleiben. Nö. Das ist Arbeit. Hey, mal gucken, vielleicht wird er dann ja nochmal befördert. Das wäre toll. Ach so, schon wieder die, ne?
Andrea ist kein Familienfreund mehr. Mit ein wenig Interesse kannst du einiges wieder gut machen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, um die Freundschaft zu kitten. Hey, ich habe gerade in einem Adressbuch geschaut und kam auf die Idee, dich mal anzurufen. Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört. So, kann schon sein. Mist. Hallo? Nee, nicht hierhin. Nee, nicht säubern, benutzen bitte. Toll, jetzt habe ich das da oben nicht mehr lesen können, ne? Hey, unsere Schüssel ist weg. Naja, wir haben ja noch, ne? Lennart ist kurz davor, die absolute Rekordpunktzahl für Schnabeltier-Jumping zu knacken. Ihm fehlen nur noch 5000 Punkte zum Sieg. Er hat zwei Möglichkeiten, die 5000 Punkte zu erzielen. Entweder sammelt Lennart den Platin-Schnabel auf, indem er den Hügel hinaufsprintet, oder er springt auf 8 Schnabeltiere, bevor die Zeit um ist. Für welche Variante soll sich Lennart entscheiden? Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich meine, auch Platinschnabel zu sammeln, hört sich ja nie immer schlecht an. Nur wer den Hügel hinaussprintet muss, natürlich ist es, ja. Oder auf 8 Schnabeltiere, aber 8 Schnabeltiere immer eben so zu springen, ist wahrscheinlich auch nicht mini einfach. Was mache ich denn mal? Platinschnabel sammeln? Ja, ne? Machen wir mal. Der Hügel mit dem Platinschnabel ist sehr hoch. Aber Lennart hat auch keine Zeit mehr, auf 8 Schnabeltiere zu springen. Lennart lässt seine Spielfigur laufen und springen, wie noch nie zuvor. Er weicht jedem Loch, allen Dornen und Lavagruben aus, die den Weg zur Hügelspitze pflastern. Kurz vor dem Ziel will Lennart noch schnell eine versteckte Höhle erkunden. Toll. In der er aber nur Wasser mit lauter Schnabeltiere vorfindet. Die Schnabeltiere befördern Lennart in dem Windeseile den Hügel hinunter, so dass er keine Zeit mehr hat, den Platinschnabel zu erreichen. Auf dem Bildschirm steht Game Over. Das gleiche sagt ihm sein Boss. Lennart wird zurückgestuft. Toll! Ey, warum? Wie blöd kann man denn bitte schon sein? Ey, super. Und ich hab so, wir werden bestimmt befördert. Ich hören Sie mir, das kann doch wirklich einen gerade aufregen. Das Telefon nervt irgendwo. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal ab. Das ist doch wirklich total blöd, ey. Die kriegen gar kein Kind zusammen. Er vergeigt hier irgendwie alles. Ach Mann, ist das ätzend. Na toll. Das ist doch wirklich irgendwie alles perfekt, oder? Alles geht den Bach hinunter. Alles nur Lennart seine Schuld. Hier, das kannst du reparieren, weil dafür hast du ja die Punkte. Jetzt hör auf herumzuheulen, ey.
Oder kam bei den Sims 2 das Geräusch? Doch, das kam doch auch irgendwie, dass sie das. Also, dass sie doch schwanger ist und so. Oder etwa nicht. Ich meine, das wäre so. Okay, was sollten wir ihr denn zuerst beibringen? Ich glaube Sauberkeit, ne? Lernen Sauberkeit. Komisch, er hat hier noch diese ganze. Und sie die. Oder hatten wir nur immer die bei ihr? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ach, morgen hat sie ja eh frei, ne? Das ist ja trotzdem irgendwo recht gut. Kann sie ja noch so ein bisschen den Arm zum... so, du kannst duschen gehen, bitte. Ach, du hast ja auch morgen frei. Ach, naja. Nein. Du hast dann auch nochmal Mechanik lernen. Sie kann dann wenigstens ja gleich, wenn er fertig ist, mit Duschen nämlich aufhören. Damit sie nämlich das hier aufwischt. Danach kannst du das säubern und das säubern und die Dusche säubern. Und danach ist sogar schon alles gesäubert erstmal. Weil danach kann sie auch schon ins Bett. Oh. Ja, sie säubert gerade das Bad. Jetzt kann halt eben mal keiner aufs Klo. Ja, und er möchte angeln. Ja, wer möchte das denn nicht? Ne, okay, ich. Obwohl, angeln ist ja noch nicht mal, also das Schlimmste. Gut, das gegen den Fisch aufnehmen, finde ich jetzt eigentlich auch nicht das Schlimmste, aber... Da kann man so viel falsch machen. Und das stimmt wirklich. So, dann liest doch mal ein bisschen schneller mal, Lennart. Damit du eventuell mal gleich fertig bist. Ja gut, er könnte ja eigentlich noch was essen. Oder auch nicht. Wie wär's denn mit Reste nehmen? Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Lennart hat die Nase in ein Buch gesteckt. Ja, das ist toll. Zur Belohnung gibt's einen Mechanikpunkt. Das ist schön. Deswegen darf er sich jetzt auch noch mal was zu essen nehmen. Weiß nie nimmer, warum seine Fitness echt so bis nach oben gestiegen ist. So, da wir ja so viel Müsli haben.